Ich lasse das Auto mal hier stehen, ne? Ich laufe zur Bank, ganz ehrlich. Da brauchen wir jetzt extra. Da brauchen wir keinen Sprit bezahlen. Verbrauchen. Ich hoffe, die Bank hat offen. Wie viel soll ich denn mal einzahlen? So, hallo. Ich möchte gern von meinem Money auf Bank. Achso, 100. So, und dann würde ich gerne. Reicht das schon? Da stand ja Bank, ne? Warte. Bill. Your Bankcard. Ernsthaft, jetzt muss ich das echt von der Bank auf die Karte. Das ist ein bisschen nervig. So, dann zahlen wir das mal eben. Katsching! Wie spät haben wir? 17 Uhr, okay. In 3 Stunden macht der Laden zu. 20 Uhr war es, glaube ich. Oder war es 21 Uhr? Ne, 4 Stunden. 21 Uhr, glaube ich, war es. So. Hä, was eine Nachbarschaft einfach. Voll die Wildwest-Nachbarschaft. Was soll denn das? Warum habe ich auf einmal so eine Wildwest-Nachbarschaft hier bei uns eigentlich stehen? Ich verstehe das nicht. Ist... Warum? Warum? The Neighbors. Ja. Wir müssen einräumen. Ich würde es gerne mal ausprobieren. So, Grab. Was ist das? Ach, Tee. Ja, Tee kommt bei den Getränken hin. High-Quality-Tee. So. Dab-da, dab-da. Dab-da. Na. So. La-la-la-la-la. So. Boah, Alter, wie riesig ist ein bisschen wie riesig müssen denn bitte diese Teebeutel sein? Ich will das gar nicht wissen. Ja, irgendwie verkaufen wir gerade nichts, warum auch immer. Ich hoffe, Tee geht. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehlkauf. Die Chips sind übrigens auch weg, ne? Sehe ich gerade. Können wir auch mal, Oh, es wurde was verkauft. Oh mein Gott. So. So, erstmal da. Onion Chips. Schnell hinstellen. Ich muss das drehen. So. So. Weiß auch nicht, ob wir den Sand, ob wir den Sandkacke dann nochmal kaufen. Ich meine, die sind wir jetzt ein bisschen weggegangen, aber. Paprika-Chips. So. So. Chips gehen immer. Chips gehen immer. Egal in welcher Lebenslage. Chips gehen immer. Ist einfach so. Ach, da habe ich 2 von gekauft. Naja. Ach stimmt, die waren ja teurer, ne? Verkaufe ich die denn auch für teurer Geld oder wie ist das? So. Was geht denn hier so fleißig weg? Oh, die Schwämme und die Hundefutter gehen so langsam weg. Feine Herr gönnt sich ein Schwämmchen. Hört. Ja, Cola müssen wir auch kaufen. Okay, wir haben Elektronik bezahlt. Der Mitarbeiter wird gleich bezahlt, beziehungsweise morgen. 212 haben wir noch. Das heißt, 112 können wir eigentlich noch ein bisschen ausgeben. Ich würde noch mal eben gucken fahren, was wir vielleicht einkaufen könnten für den nächsten Tag. Es wäre noch schön, wenn der Mitarbeiter wirklich die Tür schließt, wenn Feierabend ist und nicht einfach, er verschwindet so. Weg ist er, weißt du? So. Das ist schon ein bisschen komisch. Komisch. Naja, gut. So, nichtsdestotrotz. So. So. Guten Tag. Oh, aber die Bremsschuhe würde ich mir keine Sorgen machen. Die verschwinden nach einer Zeit. So, was kaufe ich denn jetzt ein? Lass mal gucken. Tee hatten wir jetzt, ne? Genau. Sandkacke, Generaldressing, Bottle S. Was kostet denn die Bottle S? War die im Angebot? Ja, 14 Dollar. Kaufe ich mal so 3. Weil die geht immer. Dann...
Den Dressing, den Air Freshener würde ich mal ausprobieren. Wo ist denn der? Wo ist denn der Air Freshener? Was sieht denn hier so nach Air Freshener aus? Eggs haben wir. Oh, Eggs sind auch im Angebot. Würde ich mal zwei kaufen. Wo ist denn der Air Freshener? Sag mal. Glas Cleaner. Air Freshener. Ah, hier. Oh, der ist aber teuer. Okay, den kaufen wir nicht. Warte mal, ich pack mal eben das Auto. Warte. So. Da, da, da. Da, 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 da. Schnipp, schnapp, schnöbel, die schnapp, schnapp. Ah, Mist, krieg ich hier nicht hin, ne? Verdammt. Hab ich auch nur gedacht. So. Und so. Und so. Ja, Stunde noch. So, warte mal. Ich guck mal eben. Air Freshener ist zu teuer. Können wir uns nicht leisten. Sandcake würde ich vielleicht nochmal kaufen. Cerealien. Sandkacke. Müllcookie sind auch gut weggegangen. Ist aber teuer. Sandkacke ist nicht im Angebot. Cerealien waren... Wo waren die denn? Die waren auch in so einer komischen Packung. Hier, ne? Ist auch teuer. Ring-Cerealien. Ist auch teuer. Generaldressing. Gucken wir mal, was der Generaldressing, der Generaldirektor Dressing so kostet, wenn ich ihn jetzt finde. Da ist er. Oh, der ist auch teuer. Salatdressing für 30. Ketchup hatten wir, glaube ich, noch. Canfruits sind auch teuer. Oh mein Gott. Tomatopaste. Potato Chips hatten wir gekauft. Candy Bag ist teuer. Nuts. Kaffee ist auch im Angebot. Würde ich vielleicht einfach mal zwei Pakete kaufen. Und vielleicht, Curry Chips. Ja gut, ganz ehrlich, für 10, ne? Da kaufe ich zwei Stück. Und dann gucken wir, was nehmen wir denn noch mit? Cola Cannon. Soda Cannon. Water Bottle hatten wir noch. Blueberry. Tropical Drink. Getränke sind heute teuer, ne? Okay, was haben wir hier? Berry-Cerealien. Ich weiß nicht, Outer Flakes. Oh, Laden ist zu. Ich würde die mal kaufen. Einmal, so. Dann haben wir genug ausgegeben. Wir fahren los. Rückwärtsgang. Uhu. Mit den Paketen auf dem Dach geht's los. Ein Mitarbeiter. Ich glaube, ich muss einen anderen einstellen. Das geht nicht, dass er die Tür mal offen lässt. So. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen was verkauft. 125. Haben wir nicht 117 oder so gerade? So. Alter, mit 110 hier lang. Hui! Ob hier wirklich ein Zug fährt? Ich habe hier noch nie einen gesehen. Beehren Sie uns bald wieder. Danke fürs Einkaufen. Juhu! So, dann wollen wir mal. Was haben wir denn hier? Cookies. Cookies kommen hier hin. So, dann Curry Chips kommen auch hier hin. Ja, nochmal Curry Chips. Coffee kann hier bei den Getränken hin. Achso, wir können den Laden mal zumachen, ne? Kommt da eh keiner mehr. Was bringt die Elektrizität? Weil im Prinzip außer Licht gar nichts. War das auch Coffee? Ja, zweimal Coffee. Warte. Ach komm, Scheiße. Oh, stimmt, wir haben hier noch Essen rumliegen. Ich vergaß. Das gute Bodenbrot. Stimmt, das gute Bodenbrot. I'm hungry. Ja, ja. Ich esse gleich mal was. Warte mal. Eat. Eat, eat. Trinken, 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 trinken. So. Ich bin nicht mehr durstig. Cola-Bottle, hier. Eier. Können... Eier, wir wollen Eier. Eier kommen hier hin. Cola-Bottle kommt wieder hier hin. Eier kommen wieder hier drüben hin. Und Cola-Bottle kommt wieder hier hin. So, dann räumen wir mal ein.
La 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 la. So, machen wir es mal wieder ordentlich hier. So, da kommt wieder der Monk in mir raus. So. Auch nochmal platzieren hier, vernünftig. Die Großen gehen nicht so gut weg, wie ich dachte. Aber egal, ist nicht so schlimm. So. Ja, präsentieren, den Kunden präsentieren, ne? Den Kunden die Ware immer präsentieren, das ist ganz wichtig. Da, 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 da. So. Ich glaube, wir müssen noch eine Reihe machen, ne? Ich glaube, ja. Es wird sonst nichts. Ich glaube, ich nehme einfach eine anfangen. So. Bin gespannt, ob die weggehen. Wir haben Cola und Mass, also da können sie sich nicht beschweren. Irgendwann werden wir ja alles haben, ne? Irgendwann werden wir ja die Regale so voll haben, dass wir nur noch nachkaufen brauchen. Wir müssen dann echt aufschreiben, was wir wirklich brauchen, ne? Also wirklich, dann müssen wir genau gucken. Weiß nicht, ob wir später noch einen Mitarbeiter einstellen können oder so. So, Currychips haben wir jetzt endlich auch. Wurde, glaube ich, auch sehnsüchtig immer gefragt. Dann haben wir einmal die komplette Palette Chips hier. Was soll da noch schief gehen? So. Nochmal, nein. Nochmal Currychips. So, warte. Da, 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 da. New steht da drauf. Wahrscheinlich ist es immer new. Oh, es wäre noch geil, wenn es so ein Simulator geben würde. Also auch so ein Verkaufssimulator, wo dann wirklich so sich die Dings ändern. So die Items irgendwann nach einer Zeit. Wo du wirklich so Jahreszeiten hättest oder so. Wo dann zum Beispiel auch dann zu Weihnachten dann so irgendwie so Butterstollen oder so ein Kram kriegst. Oder halt so Weihnachtsschmuck. Oh, das wäre so geil. Na? Wollte gerade sagen, der geht doch bestimmt dahin, ne? Na, so, jetzt aber. Gehen wir dazwischen. Ja, okay. Den letzten... Ja, ganz ehrlich, komm. Warte mal. Kriege ich den da so hin? Warte. Ja, das geht. Dann machen wir den hier hin. Ganz raffiniert. Oh, nein, andersrum. Entschuldigung. So. Ah ja. Machen wir hier oben hin, oder? Warte mal eben. Nein. Auf damit. Mach das mal. Nein. Soll's aufhören. So, platzier mal eben bitte einmal die Dosenfrüchte dahin. Hallo? So. Wir können gleich nochmal Revue passieren lassen, was wirklich heute gut verkauft worden ist und was nicht. Ging das gerade nicht da? Wollte ich gerade sagen. Der Dressing könnte auch mal irgendwie woanders hin. Machen wir den letzten Dressingflasche dahin. So, Eier, die nehmen echt viel Platz ein. So. Tada. Ich glaube, wir müssen ihn doch oben noch platzieren zusätzlich. Alter, wie viele Eier... Oh Gott, so auf die Kante legen, das ist nicht gut. Bin mal gespannt, ob die weggehen heute. Oder morgen. Warte. So. Problem ist, wir haben, glaube ich, keinen Platz gleich mehr. Wir müssen das irgendwo anders gleich einlagern. Oder beziehungsweise platzieren. Geht das so? Achso, so geht das auch. Ja, natürlich. Warum denn nicht? Warum soll das nicht so gehen? So, haben wir es ja doch hinbekommen. Wenn man dagegen läuft, platsch, platsch. Erstmal die Eier unten. So. Ah ja, stimmt. Kaffee hatten wir ja auch noch, ne? Da war ja was. So, warte. Die machen wir dahin. Und die auch dahin. Alter, was sind das? Was sind das für Kaffee- und Teebeutel? Original! Das ist kein Kaffee. Das ist Kaffee Haag. Kennt das noch einer? Hm.
Ich habe gar kein Auto. So, diese alten Werbung, ne? Großartig. Gut, dumm. So, letzte. Also kriegen wir genau 5 dahin. Das ist sehr schön, wenn wir es gut platzieren. Ich bin gespannt, ob der Kaffee weggeht. Ich weiß ja nicht, wie das Spiel berechnet ist. Also, ob die halt, wie gesagt, immer jeden Tag dasselbe wollen, aber es wirkt ja nicht so, ne? Oder ob es halt alle 2 Tage dann ist, das hatten wir ja letztes Mal schon philosophiert. Deswegen bin ich mir da noch nicht so ganz sicher. Müssen wir mal gucken. So, die Regale sind erstmal wieder so weit gefüllt. Zahnpasta haben wir auch noch genug. Also eigentlich dürfte morgen nichts mehr im Weg stehen. Ich mach mal den hier. Lalala. Erinnere mich ein bisschen gerade an Death Stranding. Haben wir am Wochenende im Stream gespielt. Da gab es dieses Duschklo. Das ist eine ganz tolle Erfindung. Da hast du quasi die Toilette in der Dusche. Das ist großartig. Beste Erfindung. Da kannst du während des Duschens gleich mal den Köttel abflutschen lassen. So. Hast du 2 Fliegen mit einer Klappe, kann man sagen. So, warte mal, ich mach mal den hier. So. Im Prinzip eigentlich können wir schlafen gehen. Würde ich mal machen. Oh Gott, bin ich müde. Ich. Oh Gott, bin ich müde. Ich bin wirklich müde. So, guten Morgen. Auto spawnt irgendwie immer da. Ich frage mich, ob hier noch was platziert wird, weil das hier so aussieht. So. Ein neuer Tag ist angebrochen. Wir müssen zur Arbeit. Erwin Müller mit seinem Business. Am Stüssel. So. Und da sind wir schon. Wuhu. Ihr habt ihn gesehen, genau wie ich, ne? Na, steig aus. Ach, leck mich doch. Leck mich einfach. Guten Morgen, wir haben geöffnet. Hä, haben wir unseren Mitarbeiter nicht bezahlt? Wir haben immer noch 125. Hä? Aber 100 kriegt er doch normalerweise. Hä? Oder hatten wir... Nee, wir hatten doch 100... Hä? Oh Gott, hat er eine zittrige Hand gehabt. Kauft er was? Oh, oh. Danke, Sir. Danke, Sir. Dankeschön, Dankeschön. So, was haben Sie denn gekauft? Oh, Mayonnaise für 12. Mm. Ja, was willst du denn? Oh, ich hab's beinahe vergessen. Das Geld für den Zement, ja, das musst du mir natürlich auch geben. Es sind 100 Dollar. Leck mich doch am Arsch, Sammy. Sammy Salami. Hau ab, Mann. Such dir einen Job! Such dir einen Job, Junge! Bin doch nicht bescheuert, Alter! Ich gebe mein ganzes Geld aus! Was ist denn mit dem? Also ehrlich. Unfassbar. So, oh, heute läuft, ne? Was wurde denn jetzt verkauft? Oh, Outer Flakes. Hatten wir die gekauft? Chips sind, glaube ich, auch ein bisschen was weggegangen. Outer Flakes? Wo waren die? Wo waren die Outer Flakes denn? Hä, hatten wir irgendwo Outer Flakes noch? Hä? Soße. Ja, Soße. Ich wusste gar nicht, dass wir noch Outer Flakes hatten. Ist mir neu. Oh, heute kommt ja wieder die Rechnung für Strom, ne? Aber irgendwie läuft der Laden trotzdem weiter, habe ich das Gefühl. Dumm. Oh, nee. Heute läuft. The Cash kommt. Here comes the money. Ja, was wollte ich gesagt haben? Ich guck mal eben in den Player-Status. Okay, es sieht ganz gut aus. Ich mach mal einmal den hier. Moin, der Kunde. Guten Morgen, wenn Sie mal müssen, ne? Sie wissen, ne? Hier gibt's auch freies WC für unsere Kunden.
Ein Kundenklo. Warte mal, ist denn unser Shop-Rating? Ist bei 0. Toll, ich dachte vielleicht, naja. Gut, aber wir können ja trotzdem mal einkaufen gehen wieder. Ein paar neue Waren kaufen, in der Hoffnung, dass sie gekauft werden. Weil irgendwie wollen die, glaube ich, jeden Tag was anderes. Ich glaube, man kann das irgendwie gar nicht groß einschätzen. Outer, auch Outer-Cookies. Mashed Avocado, Outer-Cookies. Ja, wir müssen ja auch noch ein bisschen Obst und so ein Kram müssen wir ja auch noch irgendwie kriegen. Aber dazu brauchen wir die Regale. Fleisch und so bringt wahrscheinlich noch mehr Geld. Daily Worker. Ach, jetzt hat er. Ach so, am nächsten Tag. Ach ja, stimmt. Am nächsten Tag nimmt er ja sein Geld ein. Direkt aus meinem Portemonnaie. Ich weiß nicht, wie der da dran kommt, aber er nimmt sich direkt aus meinem Portemonnaie, nimmt er sich die 100 Dollar. So. Gut, ich bin tatsächlich gewollt zu sparen, ob wir vielleicht doch auf was anderes gehen, als wie das nur. Weil das bringt's irgendwie ja nicht. Wir wollen ja Cash machen. Wir wollen ja Money machen, ne? Was ist das denn hier? Was? Detergent? Was ist denn Detergent? Keine Ahnung. Okay. Wir wollen ja Money machen, ne? Ich weiß ja nicht, was wir das verkaufen. Oh, Pommes. Ob sich ein Kühlregal lohnt? Hallo. Oh, hallo, Herr Businessmann. Ich bin der einzigste wahre Businessmann hier, ja? Ich bin Erwin Müller. Ja, merkt ihr das mal. So, mit deinem scheiß Barbershop hier. So, ich würde sagen, ich mache dir erstmal Konkurrenz. Ha, du verkaufst immer an mich. Haha. Bin überlegen, ob wir mal eben zum Dingshop fahren. Zum, wo waren das nochmal? Müssen wir mal eben auf die Map gucken. Used Furniture ist wo? Used Furniture ist das Sessel. Ist der Sessel? Da. Neben unserem Shop. Dann fahren wir da nochmal hin. Müssen wir mal gucken, was das vor allen Dingen. Ich glaube, für Fleisch brauchen wir da eine Kühltheke oder brauchen wir. Elektronik wäre natürlich auch geil, ne? Elektronik, glaube ich, bringt am meisten. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich guck mal eben. Psst. Zu tun. Ich bin nur ein Besucher. Hallo, guten Tag. Oh, ein Föhn. Alter, 227. Ein Fan für 100... Was ist das denn? Ist das ein Bodenstaubsauger? Sweeper? Mixer? Eine Uhr. Für 416 Dollar. Wer kauft denn so einen Schrott? Tablet? Okay, können wir uns alles nicht leisten. Kann ich euch schon mal sagen. Gut, vielleicht die Cases hier. Ich weiß noch nicht, was die bringen. Ob die viel einbringen. Telefone. Watches. Was ist hier? Okay, eine Klimaanlage. Und hier haben wir eine Mikrowelle. Können wir hier auch noch was kaufen? Nee. Name. Ich dachte, man kann ja auch ein Apple-Produkte kaufen oder so. Junger Mann mit starrem Gesicht. Was ist das? Ach, Phone Stand. Das ist ein Phone Stand? Das sieht aus wie ein Lautsprecher. Kostet 100. Die Frage ist halt, wird das gekauft? Das ist halt so die Frage, ne? Wird sowas gekauft? Müssen wir mal im Hinterkopf behalten. Würde ich jetzt erstmal sparen. Weil da würde ich jetzt nicht unbedingt Geld ausgeben. Wir fahren jetzt mal eben gucken wegen, ja, Regal oder halt ein Kühlregal vielleicht mal. Weil dann können wir auch was Kühles anbieten. Vielleicht ein kühles Bier. Aha. Nein, aber vielleicht mal, ja, du weißt schon, andere Sachen als wie immer nur dieselben Non-Food-Klamotten da. So. Hui. So, warte mal. So. Oin. Ist das hier? Hier war das, glaube ich, ne? Hier in seiner Hippie-Garage. In seiner Hippie-Garage verkauft er jetzt die Klamotten. So, Shelf 6, ja. Old Freezer. 350 will er dafür haben. Ofen. Oder ist das? Nee, Moment, das ist ja für uns, ne? Das ist ja nicht zum Verkaufen. Shit. Das heißt, hier kriegen wir ja Gasheater, okay, Heizung. Heißt, wir kriegen ja nur bei New Furniture dann quasi die Sachen, ne? Beim Metzger, glaube ich, gab es keine
glaube, keine Kühlschränke, oder? Boah, wir verkaufen heute echt wenig. Wir haben gerade mal jetzt erst 150 Dollar im Konto. Es fühlt sich... Gott, oh Gott, oh Gott. Wo bin ich denn jetzt hier? Hilfe! Wo geht's denn hier hin? Ach so, hier ist der Zug. Ich dachte schon. Ah, fahren wir mal ein bisschen durch die Wildnis. Ist auch mal schön. Ja, wenn ich jetzt die Straße wieder finde, da. Moin! Ich habe da ein Problem mit meinem Auto. Können Sie vielleicht helfen? Da können wir auch mal hingehen, ne? Warte mal. Boah, das war knapp. Guten Tag! Ist das die besagte Autowerkstatt, von dem immer so viele reden? Ich dachte, ich könnte hier in den Laden reingehen, aber anscheinend haben sie ja geschlossen, oder? Refill Vehicle Oil für 100. Mhm. Kann ich das auch machen, wenn das Auto nicht da drin steht? Wahrscheinlich, ne? Mann, ich würde gerne mal da reingehen. Oh, ist eine Leiter. Geht natürlich nicht. Ich meine, sie ist schon sehr detailliert, ne? Hat man sich schon echt Mühe gegeben. Das ist ja ein toller Parkplatz. Das ist der beste Parkplatz, den ich je gesehen habe. So, ja, danke. Das ist ganz toll, dass man hier in der Werkstatt einfach nur Öl wechseln kann. Toll. So, fahren wir mal zu New Furniture. Und schauen mal, was uns so ein Kühlregal kostet. Wahrscheinlich wird das so 350 oder so kosten, oder 400. Rechne ich jetzt mal mit. So. Lala. Gott. Dieses Auto. Hui. Wo war denn sein Laden? War der hier? Nee, Clothes Shop. Was ist denn hier? Ach, Motel. Motel, Hotel, la. Hier ging es, glaube ich, zum... Ich weiß gar nicht, wo ging es denn da nochmal hin? Ah, hier, Equipment. Was ist das denn da? Waren wir da schon? So. Guten Tag. Das sieht aus wie Kühlschrank. 2000! 1000. 700, Fritsch. Hier, 700. Hier ist... Der ist bestimmt für Fleisch und so. 700. Wow, Alter. Okay, boah, 700. Da müssen wir aber ein bisschen sparen. Puh. Diese billigen Regale. Von Billy. 700. Boah, da müssen wir aber echt sparen. Puh. Was ist das denn hier überhaupt? Was ist das? Mega MHZ Electronics. Guten Tag! Gaming Rack für 3500 Scheine. Gaming Table. Was zur Hölle? Kann ich euch hier die Gaming Tür kaufen? Was ist denn das hier? Alter, hier gibt es Gaming PCs. Die kann ich aber nicht kaufen. Die sehen alle ganz toll aus. Okay. Das kann ich kaufen. Speakers. Speaker, Maus, das ist eine Maus, okay. CD, 8-Bit Zero, A Bucket of Loves. Das sollen das Spiele sein? Kopfhörer, Desktop-PC, okay. Ah, hier kann man auch PCs kaufen, okay, ah. Fun-Konsole, sie macht Fun. Machst du Fun, mach ich Fun, mach ich sie an. Zone-Konsole, sieht aus wie eine, wie hieß sie von Nintendo? Die Wii U oder so. Gaming-PC, ja, okay. Was, für 3796? Und dann nehmen wir jetzt eine RTX 3080 drin? Was soll das denn? Was ist das denn? Ein Robotoy? Oh Gott. Oh Gott, das würde ich niemals meine Kinder geben. Oh Gott. Hallo, ich bin Robotoy. Und du weißt ganz genau, du tust jetzt, was ich sage. Denn ich bin Robotoy. Mein Name ist Robotoy. Tue, was ich sage. Oh Gott. Okay, Dino. Oh, eine Drohne, die sogar leuchtet. Eine Gitarre.
Eine VR-Brille. Ein Gamepad, ein Game-Toy. Nochmal eine Slitch. Das ist also die Slitch, von dem sie alle reden. Eine Slitch. Ist ja geil. Oh, hier gibt's OLED-TVs. Oh Gott. Oh Gott, den gibt's sogar in allen Farben. Tue, was ich sage. Versprich mir, dass du alles tust, was ich sage. Ja, Robotoy. Ja, ich tue es. So, hier haben wir die gute Fun-Konsole. Da die Gaming Zone. Hier sind die die Anlage von, keine Ahnung, 1996 oder so. Und hier sind die Grafikkarten. Oh, wie schön. 760 bis 1000 G. Oh, Alter. Holy shit. Das sind die besten Grafikkarten. Die neuesten vor allen Dingen. Ach, hier kann man dann ein Gaming-Gerät. So kann man das ausstellen. Ja, sagst du? Toller Laden. Wollte ich mal gesagt haben. So. Freunde, ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir mal, dass wir noch ein bisschen Cash machen und ja, wir müssen, glaube ich, noch mal ein bisschen einkaufen. Ich weiß noch nicht genau, was wir einkaufen werden, ob wir uns ein bisschen noch mal umspezialisieren oder ob wir erstmal weiterhin so versuchen, erstmal ein bisschen an Geld zu kommen. Ja, würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet bei der nächsten Folge Trader Live Simulator 2 und dann sehen wir uns hier bei Mega, am Mega, Mega-Laden. Sehen wir uns dann hier wieder. Oder am Hotel. Wie auch immer. Also, ja. Macht's gut. Tschüss.